Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Ja, ich habe jetzt nochmal im Internet nachgeschaut, vor diesen Kabinen, wo der sich mal reinstellt. Also wir kämpfen immer noch gegen Raze. Und ja, vor den Kabinen, wo der sich reinstellt, um sich zu heilen, sollen sich gewisse Hebel befinden, die diese Kabinen vorübergehend deaktivieren. Das heißt aber auch, er kann sie wieder aktivieren. Das dürfen wir nicht zulassen, deswegen rufe ich schon mal meinen Monster, damit er ihn auch ein bisschen in Schach halten kann. Hoffe ich zumindest, dass es funktioniert. Und ja, dann los geht's. Na klasse, jetzt ist das Tierchen nicht mehr drin. Ja, das ist ein Hebel. Habe ich leider übersehen. So kalt. Ach, was ich mach das jetzt einfach alles wieder weg. Kann man das hier eigentlich auch irgendwie zumachen? Nee. Hey. Na, Alter. Geht weg. Mann, jetzt stehen die direkt davor, dass ich das nicht aktivieren kann. Kann ich das nicht mehr deaktivieren? Alter, warum geht das nicht? Ja, er hat's wieder geöffnet. Das war aber auch klar. Hä? Die lebenden Rüstungen öffnen das also auch wieder. Was ist denn das für ein Scheiß? Muss man das auch irgendwie zerstören? Wie soll man das denn bitte schaffen? Ja, natürlich. Auch noch 20 andere auf mich. Ich kann nicht. Spüre meinen Zorn. Auf jeden Fall kann man ja super EP sammeln. Schwer verletzt. Warum geht das nicht zu? Hä? Wo ist das jetzt deaktiviert? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, es geht zu, okay. Wahrscheinlich geht das gar nicht zu, es deaktiviert sich nur. Ach so, jetzt verstehe ich das. Noch nicht. Ich kann nicht. Geh schon drauf. Hey, warum kann ich meine Fähigkeit nicht einsetzen? Ich kann nicht. Der Typ nervt so sehr. Ja, ich hab's nur probiert. Nein! Kacke. Er muss sie ja wieder deaktivieren. Ja, der Turm ist auch schon wieder aktiviert. Na komm! Come on.
Komm, ich will das nochmal. Alter. Ich fühle mich gar nicht gut. Noch nicht. Nein! Hey! Ha! Du Noob! Ja, jetzt aktivier. Och, Alter, das ist doch kacke. Ja, toll, jetzt durfte er es auf der anderen Seite aktivieren. Weißt du was, ich mache eine andere Strategie. Ich warte einfach, bis zur Ains hinrennt. Genau, wenn er dahin rennt, deaktiviere ich's. Obwohl es auch keinen Sinn macht, weil er dann genau zum anderen hinrennt. Ich frage mich allerdings, ob man das andere, ob die Hebel auch die, diese fliegenden Teile hier, Alter, das sind so viele, das ist so übertrieben. Ich kann nicht. Das staut sich ja schon. Das ist so übertrieben, Alter. Vielleicht steige ich ja hier sogar noch im Level auf. Ich kann nicht. Komm schon. Hau drauf. Nein. Nein. Ja. Dem wird jetzt sehr lange kalt sein. Ja, scheiß Drecksewichser, ey. Ich mach euch so nieder, weil ihr mir null Schaden macht. Ich hab's geschafft, Alter. Aber der wär beinahe drin gewesen. Noch nicht. Aber ich glaube, es nützt nicht viel. Die werden immer mehr kommen. Aber ihr kommt mal gut EP. Ich werde jetzt noch so lange hier drin bleiben, bis ich aufsteige im Level. Okay. Haut mich doch. Schön. Ja, finde ich auch. Haben wir noch irgendwas? So, nee, haben wir nicht. Okay. Ah, scheiße. Ja, kommt doch her. Kleine Mistkerle. Scheißegal, wie viele da durch die Tür kommen. Ich kann nicht. Das war unnötig. Ich kann nicht. So, jetzt verschwinde ich von hier. Alter, miesester Kampf ever. Ja, da hast du wirklich recht, dem wird für immer kalt sein. Ich kann mich gar nicht freuen, so sauer wie ich auf dem bin. Auf diesen Mistkerl, auf diesen Feigling. Ja, wirklich, kurz bevor in die Kabine geht, fange ich den noch mit einem Schuss ab. So genial. Zwecklos, ich muss zu Fuß weiter. Der Fußballer. So, ich verschwinde jetzt von hier. Wenn ich wüsste, wo wir überhaupt gestartet sind. Ich glaube da. Oder? Nee. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Von wo aus sind wir überhaupt gestartet? Genau, mal hier Fähigkeiten verbessern, aber ich glaube beim Levelaufstieg, ach, da bekommen wir doch welche vom Drachen. Drachenatem oder Drachenheilung. Gesperrten schönen Drachenschild mache ich auch übst wenig. Ich glaube, da machen wir den Atem noch ein bisschen stärker. Komm.
Was soll ich? Aber wir haben noch einen Punkt. Okay, na gut, dann machen wir eben den Drachenzorn noch stärker. Ja, aber ganz ehrlich, wo ist hier der Ausgang für den Scheiß? Von diesem miesen Ort hier? Ja, wer traut sich jetzt noch gegen mich? Hä? Oh. So. Ist ja unfassbar. Kann ich auch. Oh Mist. Falsche. Wo ist er denn? Ein Mini-Marienkäfer sein, der sich nicht mehr bewegen kann. Tja, Pech, würde ich sagen. Ja, wo geht's hier raus? Und beim Luftschiffer ja auch noch nicht. Muss ich ja zugeben. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Juhu. Depper, ich nehme noch ein paar Kisten, ja, mit Krügen drin, super. Das sind ja alles Sachen, die ich unbedingt brauche. Hä? Hä, wo geht's hier wieder raus? Ne, ich flieg gleich jede einzelne Insel ab. Oh, da sind ja noch welche. Das kann ich natürlich nicht dulden, dass hier noch Überlebende sind. Theoretisch wird es ein Ringse, ist jetzt tot. Zum Kriecher will ich jetzt nicht kämpfen. Der macht mir sowieso keinen Schaden. Kamehameha! Was ist mit dir? Nichts Besonderes, hä? Da steht auch noch eine einzelne Heilerin. Ich frage mich, wen die heilen soll. Na, sich selber auf jeden Fall nicht. Oh, hier sind noch ein paar Kisten. Ist vielleicht hier noch ein Teil von der Rüstung. Ja, die Armschienen des Jägers. Hübsch. Die hätten wir vergessen. Haben wir hier noch was? Auch noch was. Ist ja ein Ding. Mein Rucksack ist schon voll. Na super. Herzlichen Glückwunsch. Gut, das ist also ein Questgegenstand. Und da wir gerade hier sind, können wir ja noch ein bisschen aufskillen. So, jetzt können wir es aber mitnehmen. Die Passion des Göttlichen, ja, das kennen wir ja überhaupt nicht. Da haben wir noch den Beinschutz des Jägers des Heiligen Elfen. Ich glaube, dann hätten wir sogar fast alles. Ich glaube, dann hätten wir sogar sämtliche Rüstungsteile. Vom Jäger. Die werde ich mir dann wirklich mal angucken.
Denn die scheint ja Jäger, passt ja eigentlich zum Waldläufer, den wir ja sind. Mann, wo ist er denn? So. Oben im Karton. Ich frage mich trotzdem, wo wir hin müssen. Wie wir hier wieder rauskommen. Vielleicht sollte man ja mal auf die Karte gucken. Ich weiß es ja nicht. Immer geradeaus jetzt eigentlich. Ah. Ist okay. Hab's kapiert. Ey, Ratza ist so ein Arsch, ey. Ich kann den überhaupt nicht leiden. Von allem vom schwarzen Ring kann ich den am wenigsten leiden ab jetzt. Auch wenn er jetzt tot ist und eh nichts mehr machen kann. So, und jetzt speichere ich. Kann ja wohl nicht sein. Uiuiuiui. Tja, und die Frage ist jetzt, was machen wir? Fertigkeiten können wir auch noch aufleveln. Den Weg des Waldläufers mache ich noch ein bisschen höher. Komm, was soll ich? Und Tagebuch wollte ich gucken. Ich frage mich, wer diese Rüstung haben will. Mosa bitte mich, mein namens Myrtos zu finden. Schnitzelkar, da habe ich auch keine Ahnung, wieder auf Kurs. Da müssen wir jetzt hin. Ja, da müssen wir. Das einzige, wo ich wieder wüsste, wo wir hin müssen, ist in die nächste fliegende Festung. Kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Wieso nicht? Die nächste fliegende Festung war irgendwo da. Habe ich Lust, in die nächste zu gehen? Das glaubt ihr mir gar nicht. Nee, wisst ihr was? Ich gehe jetzt noch nicht in die nächste fliegende Festung. Ich mache mich jetzt erstmal wieder in den Drachenturm. Und wir brauchen unbedingt wieder Heiltränke. Unbedingt. Ach hier. Da seid ihr ja, Jungs. Was geht? Hier habe ich eure exzellente Zutat. Ausgezeichnet, danke. Es war mir eine Freude und Ehre zu gehen Sie bitte. Wie ihr befehlt. Erfolg. Ich habe eine exzellente Bitte sehr. Auf der Stelle. Ich habe euch den gewünschten exzellenten... Danke vielmals. Auf der Stelle. Okay. Gehen wir von oben nach unten durch. Gemantenring. Vielleicht haben wir irgendwelche neuen Sachen gefunden, was ich nicht glaube. Naja. Igor, ach da also. Mann, der ist so angepasst an diesen... Igor ist bereit zu dienen. An diese Ortschaft hier. Es wird eine große Freude sein, die Messer und Segen für euch zu schwingen. Also hat er mehr AP, weniger Schaden. Gut, ehrlich... Ach nee, er ist jetzt Nahkämpfer, genau. Ich habe ihn ja so hingestellt. Lass man so, oder? Aber als Nahkämpfer brauche ich... Na gut, doch, er braucht Schaden. Ja, ist gut. Wir lassen so. Ich glaube wieder nur Scheiße hier.
In den Alchemiegarten als nächstes. Wo ist er denn? Der gute Barbatos. Seid so gnädig und sagt wie Barbatos. Wunderbar. Tränke, mein Freund. So extrem brauche ich es eigentlich gar nicht. Hauptsache, ich kann viele Heiltränke benutzen. Sollen wir die Erdwurzel umgehen sehen? Ja, Erdwurzel müssen wir auch mal sammeln. Erdwurzel gehen. Warte mal, da waren doch noch welche. Seid so gnädig und sagt wie Barbara. Wunderbar. Tränke, die wir herstellen könnten. Oh, Trank für enorme, für extreme Universalresistenz. Okay. Kann man dem nicht einfach Tränke kaufen, ohne dass sie gleich zubereiten muss? Ist doch scheiße. Gut, Trainingsarena brauche ich jetzt im Moment nicht. Zur Punktmenschen wäre auch nicht eigentlich. Eigentlich. So, ich gehe jetzt mal in den Thronsaal und gucke mir mal die Rüstung an, des Jägers, ob wir da alle haben. Alle Teile. Okay, okay. Da haben wir sie, die Kiste mit bestimmt hier alles voll. So. Hallen für alle rot, alle rot. Alle rot. Jäger. Jäger. Egal. Nichts mehr von Jäger. So, dann müssen wir hier irgendwelche Jägersachen haben. Gürtel des Jägers. Jägerarmreif. Jäger, Ohrringe. Der Ring des Jägers. Das ist zu schwer. Ring des Jägers. So Waffen, werden noch, der hat noch einen Bogen. Bin ich mir sicher. Bogen des Jägers, aber wir haben hier keinen Platz. So. Haben wir viel Kram, was wir irgendwann mal verkaufen müssen. So, dann gucke ich mal an, was wir da alles so haben. Bogen, den rüste ich jetzt mal aus. Ausrüsten. Beinschutz rüste ich aus. Die Armschienen rüste ich aus. Den Helm rüste ich aus. Brustpanzer rüste ich aus. Schmuck. Ring rüste ich aus. Ich glaube, uns fehlt was. Gürtel rüste ich aus. Den Armreif rüste ich aus. Ohrring rüste ich aus.
Die Halskette. Müssen wir eine gefunden haben, oder? Ja, hier ist er doch. Und da haben wir dann schließlich die Halskette. Da haben wir jetzt alles. Wenn da jetzt ein was fehlt. Ach, weil wir das alles dazu haben, gibt es dann noch extra Punkte. Finde ich gut. Dann würde ich das auch lassen. Ich glaube, das nur besser oder schlechter ist. Das ist ein Look. Das müsste eigentlich besser sein. Ist der hier. Aber der macht dem 17, der macht 26 Fernkampfschaden. Weil das muss gut sein, das müssen wir dann nur irgendwann veredeln. Cool, da haben wir das komplette Set des Jägers. Ich wusste gar nicht, dass wir so ein Tattoo hinten drauf haben, aber ich glaube, es gehört zur Rüstung dazu. Und ja, ich würde dann sagen, in der nächsten Folge tun wir dann diese Rüstung noch ein klein wenig verbessern mit Verzauberung und Veredelung und so ein Scheiß. Ja, und ich bin echt froh, dass wir Ratze besiegt haben. Den Feigling. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.